Hey ho, meine Lieben, heute, sprechen wir noch kurz über das letzte Video und ganz nebenbei machen wir hier noch ein paar Hähnchenkeulen und die hier weiß ich nur noch so ungefähr, wann ich die eingefroren hatte. Ich habe die zwar heute auch schon relativ rechtzeitig raus, aber es ist immer noch ein rechter Klumpen. Er wird schon auftauen, nachher auf dem Grill. Ich weiß noch, dass ich da einen Riesenpack gekauft hatte, die schon gewürzt hatte und dass dann der Besuch nicht gekommen ist. Und die habe ich dann eingefroren eben und gesagt, die machen wir irgendwann einmal. Aber leider kann ich euch jetzt nicht mehr sagen, mit was ich die gewürzt hatte. Aber das ist ja auch bloß nebenbei. Wir gehen jetzt aber da rein. Da stelle ich die Cam auf und dann sprechen wir noch ganz kurz über das letzte Video und wie es weitergeht. Ja, drin ist einfach wärmer und in der Zwischenzeit hoffe ich, dass die Kohlen durchglühen, dass wir dann die Hähnchenkeulen, also keine Schenkel, es sind nur die Keulen, auf den Grill bekommen. Gehen wir rein. Tja Leute, hier drin ist es schon wesentlich angenehmer. Naja, sprechen wir mal noch auf das letzte Video. Was soll ich sagen? Ich kann nicht aufhören. Mir macht es einfach viel, viel, viel zu viel Spaß. Und nach dieser überwältigenden Resonanz von euch, brutal geil, also ich danke allen, wo drunter kommentiert haben, käme ich mir eigentlich eigentlich als, ja, schon fast als Verbrecher vor, da einfach aufzuhören. Nee, das geht nicht, das kann ich einfach nicht. Also es geht definitiv weiter. Wie geht's weiter? Ich würde sagen, wie bisher. Vielleicht ein paar klitzekleine Änderungen werde ich vornehmen, aber das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich werde weiterhin meine Bastelvideos machen. Ich werde weiterhin meine Hardware-Ecke-Videos machen. Wobei ich sagen muss, es ist wesentlich besser geworden. Man merkt, die Hardware-Ecken-Videos, dass die wirklich nur noch die Leute aufrufen, wo es auch interessiert. Wenn man da eine Nachricht kriegt, ich hoffe, ihr habt alle die Glocke aktiviert, dann sieht man ja schon Grillchunkies Hardware-Ecke und entweder Klick, ich will es anschauen oder weg damit. So einfach ist es. Aber mit fast 1000 Views pro Video werde ich das auf alle Fälle weitermachen, wenn eben wieder was ansteht. Beziehungsweise steht ja noch ein paar Sachen an und ja, da gibt es dann wieder Hardware-Ecke. Ja, zu den Kommentaren nochmal. Es waren fast, ich würde mal sagen, 99% positiv. 1, 2, 3 waren, die vergessen wir mal ganz schnell, die Kommentare. Und ja, also ich muss sagen, gigantisch. Wollen wir uns schnell eins oder zwei rauspicken. Ja, zum Beispiel hier, dein Kanal ist ein wahrer Kleinod unter dem Barbecue-Einheitsbrei. Es ist nicht alles so auf 100% Perfektion getrimmt, sondern ehrlich und authentisch. Und genau darum geht es mir, ja. Bitte mach weiter, solange du noch Spaß daran hast. Grüße aus Franken vom Lars H. zum Beispiel. Dankeschön. Ja, und das wird jetzt ewig dauern, die alle vorzulesen. Insgesamt stehen hier 144 Kommentare, natürlich ab 2, 3, wo ich geantwortet habe, aber ich habe sie alle gelesen, ich habe sie mehrfach gelesen und ja, brutal geil, brutal geil. Hoch, was betreffen meine Änderungen in den kommenden Zeiten? Ich werde vielleicht das Kanalbild etwas abändern,
noch ein bisschen was reinschreiben dazu. Grilljunkies Universum oder Grilljunkies Welt oder irgendwie sowas, aber der Kanal an sich selber heißt weiterhin der Grilljunkie, also wird sich da eigentlich auch nichts ändern. Und wie gesagt, mir macht es weiterhin Spaß, ich mache weiter und ich lasse mich nicht unterkriegen. Und wächst der Kohle, naja, eigentlich war ich ja bisher zufrieden und ich bin es einfach weiterhin. Fertig. Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Es wäre einfach auch zu schade, das, was ich alles bis jetzt investiert habe in den Kanal, einfach so in den Wind zu schießen. Nee, das geht nicht. Weiter geht's. Und ja, dann würde ich mal sagen, ist soweit alles gesagt. Wenn noch jemand spezielle Fragen hat, Ideen, Anregungen, Kritik, unten drunter kommentieren. Ja, aber eins muss ich gleich noch dazu sagen. Es gibt auf YouTube die ganz Tollen, die schreiben Kritik unter Video. Und die sind so kritikunfähig, die Leute, dass wenn man auf ihre Kritik antwortet, weil es einfach nicht so ist oder sonst irgendwas, mal was dazu sagen will, dann schreiben sie als nächsten Satz sofort, du bist nicht kritikfähig. Ja, lese ich nochmal so einen Kommentar, du bist nicht kritikfähig. Tschüss, hasta la vista, auf Nimmerwiedersehen. Wenn man nicht auf Kritik antworten darf, dann ist es keine Kritik. Ja, meine persönliche Meinung. Also, wer dabei bleiben will zum Kommentieren, sowas nicht runterschreiben, da wäre ich aggro, weil es einfach nicht so ist. Natürlich nehme ich gerne Kritik an. Hat auch bei manchen Sachen schon weitergeholfen und wird es auch weiterhin. Ja Leute, aber jetzt schaue ich wieder raus, wie weit die Kohlen mittlerweile sind. In den 2 Minuten sind die noch nicht durchgeglüht, aber nachher dann. Und wenn ich dann die Hähnchenkeulen auf den Grill drauf wuchte, hole ich euch natürlich hinzu. Und wie gesagt, die Hähnchenkeulen sind bloß ein Gimmick, eine extra Beilage oder sonst irgendwas in dem Video. Deswegen hat das Video auch keine extra Nummerierung. Jetzt geht's aber weiter mit dem Grill. Leute, allein den Anblick dieser wunderschönen verschneiten Grillkoter euch nicht mehr zeigen zu können. Nee. Dazu bin ich einfach viel zu stolz drauf, was wir geschaffen haben hier. Gut, aber jetzt schütte ich die Kohlen fertig rein und dann können wir drauf wuchten. Ja, jetzt bloß noch den Rost ein bisschen freibrennen und ein bisschen freischrubbeln. Und dann können wir die Hähnchenschenkel im indirekten Bereich drauf wuchten, wo sie dann erst einmal fertig auftauen dürfen. Tja, ein halber der Eisklotz ist es noch. Den schmeißen wir jetzt einfach hier komplett drauf. Karton. Und dann lassen wir den jetzt erstmal fertig antauen. Und dann werde ich sie schön auseinanderziehen. Kurz natürlich auch direkt über der Glut. Und ja, dass sie ein bisschen Farb kriegen. Und ja, irgendwann werden sie dann fertig sein. Tada! Mittlerweile habe ich sie alle auseinandergezogen und oh, also riechen tun die schon mal sehr lecker, aber sie sind natürlich innen noch relativ kalt. Schauen wir mal, ich gucke jetzt mal, ob ich noch was finde, wo ich die dann ein bisschen glasieren kann. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Moment.
Wer von euch kennt es nicht? Man hat was übrig, schmeißt es im Kühlschrank, beziehungsweise in die Gefriertruhe. Ja, und irgendwann denkt man sich, was machen wir zum Essen? Holt das Ganze raus und, oh, ich mache mir ein Überraschungsmahl. Beschriften brauchen wir es ja nicht. Man macht es ja demnächst, ja. Wer kennt das nicht? Kommentiert doch mal unten drunter eure lustigsten Geschichten mit Gefriertruhenfunden. Vielleicht einen kleinen Hashtag dazu. Truhenfund. Schreibt drunter Hashtag Truhenfund. Ja, und dann werden wir mal sehen, ob wir nicht in den Kommentaren wieder ein bisschen was zum Schmunzeln haben. Okay, ich gehe wieder rein, mir ist kalt. So Leute, die sind auf einem sehr guten Weg. Und die schmeiße ich jetzt einfach nochmal ganz kurz direkt drauf. Tue sie drehen und wenden. Und ja, das mit dem Glasieren lasse ich wahrscheinlich weg. Und ja, dann schauen wir mal, wie sie werden. So Leute, ringsherum nochmal kurz angegrillt und doch, geil, sehen verdammt lecker aus. Ja, und es tut mir ja wirklich leid, dass ich nicht mehr sagen kann, mit was ich die gewürzt hatte. Ich weiß bloß noch, dass ich die eingelegt hatte mal und dann eben, weiß zu viel, war eingefroren, aber naja, das tut dem Geschmack mit Sicherheit keinen Abbruch. Die Gewürze haben jetzt, ja, Moment, die Gewürze eben, weil es auch eingefroren war, wirken ja deswegen weiter und haben dadurch viel, viel länger Zeit gehabt einzuziehen ins Fleisch. Und ich bin ja jetzt dann echt gespannt, wie es schmeckt. Wir werden jetzt dann wieder reingehen. Schauen wir mal, was es noch als Beilage gibt. Irgendwas mit Gemüse. Und ja, wir sehen uns dann drinnen am Tisch beim Essen fürs Probiererle. So Freunde, hier habe ich sie jetzt und yummy. So, aber jetzt warte ich noch aufs Gemüse, dann auf den Teller und dann probiere. So Freunde, hier haben wir jetzt alles. Bisschen buntes Gemüse, Bohnen, Möhren, Kartoffeln, Rosenkohl und ja, um mal wieder ein paar Grüße nach Österreich loszulassen. Herz, was willst du mehr? Ja, und jetzt probieren. Dankeschön. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich die gewürzt habe damals, die Würze ist mal richtig komplett durchs Fleisch durchgezogen. Richtig, richtig geil. Oh. Liebe Rosenkohl. So ein richtig leckeres Abendessen ist das jetzt. Also Leute, wie gesagt, kommentiert unten drunter eure Gefrierschrankfunde. Das täte mich riesig freuen. Und naja, ihr wisst Bescheid. Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video. Und was es daran gibt, keine Ahnung, so wie immer. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski.